Seid gegrüßt, meine Freunde der Fahrschule beim AKH. Heute habe ich hier einen besonderen Gast, den Josef List von Autohaus List. Grüß dich aus Weistritz am Wechsel. Wir werden mit euch heute eine Praxisprüfung simulieren und ich werde diese streng nach Prüferhandbuch durchführen. Und da wird sich weisen, ob meine Meinung richtig ist, die da lautet, da draußen würden wahrscheinlich 90% aller Autofahrer keine Praxisprüfung mehr bestehen, wenn sie nicht vorher zumindest eine Fahrstunde genommen haben. Josef hat keine Fahrstunde genommen, er taucht jetzt ins kalte Wasser ein und dann schauen wir mal, ob er diese besteht oder nicht. Und ich sage gleich, es ist keine Schande, sie nicht zu bestehen, weil ich werde wirklich streng nach Prüferhandbuch vorgehen. Kurze Frage noch, seit wann hast du den Führerschein? 23 Jahre. Seit 23 Jahren. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr im Schnitt? Zwischen 30.000 und 40.000. Zwischen 30.000 und 40.000, das heißt, auf 1 Million Kilometer werden wir wahrscheinlich kommen, wenn wir vorsichtig schätzen, die wir insgesamt gefahren sind. Ja, und wenn wir schauen, ob das ausreicht, ob das ausreicht, eine Praxisprüfung zu bestehen. Wir werden nicht mit dem Fahrschulauto fahren, denn das Prüfungsfahrzeug, das stellt grundsätzlich immer der Kandidat. In den meisten Fällen ist es eben das Fahrschulauto, das dann zur Verfügung gestellt wird, aber man kann auch mit seinem Privatauto fahren. Eine Voraussetzung, damit das Prüfungsfahrzeug zugelassen ist, ist nur, dass es in der zweiten Reihe auch Türen gibt, damit der Prüfer im Fall eines Unfalls auch flüchten kann. Wir werden jetzt mit deinem Fahrzeug fahren. Das ist ein Renault Kadja. Kannst du noch kurz ein paar Worte zu deinem Auto verlieren? Ja, wie gesagt, Renault Kadja ist ein SUV, also Sport Utility Vehicle, ist eine Benzinautomatik, ja, ist eher heutiges Baujahr und ja, sollte mit dem gehen, sagen wir mal so. Na, schauen wir mal, ob es da am Auto liegt dann oder an dir. Okay, passt, also ich freue mich schon darauf und ich hoffe, du bist ein bisschen nervös, weil das solltest du sein. Bleibt gespannt. So, wir starten nun die Prüfung. Ab jetzt bin ich per Sie mit Ihnen, weil ich bin jetzt Ihr Prüfer. Ich erkläre nur kurz den Prüfungsablauf. Ja, das Prüfprotokoll besteht aus 4 Teilen, A, B, C und D. Teil A sind Erklärungen am Fahrzeug. Da prüfe ich 3 Themenbereiche ab. Da werden schon die ersten Fehler vergeben. Danach gibt es den Teil B, das sind die Langsamfahrübungen, ja, die sogenannten Stangenübungen. Da muss zumindest das Einparken und das Reversieren dabei sein und dann kann sich der Prüfer, also ich, mir noch eine Übung aussuchen. Zu 99% ist dann das rückwärts in die Garage die dritte Übung, die verlangt wird. Und dann fahren wir in den Verkehr 25 Minuten. Ich schreibe nur mit, ich werde nichts kommentieren, nicht nervös werden, wenn ich schreibe. Es kann auch sein, dass ich positive Sachen mitschreibe. Und danach gibt es den Teil D, das Besprechen der erlebten Situationen, wo du dann vielleicht auch noch Fehler ausbessern kannst, wenn dir selber etwas ausgefallen ist. Oder halt eben nicht. Und dann gibt es eben das Urteil, das Gutachten, ob du fachlich befähigt bist, dein Kraftfahrzeug der entsprechenden Klasse zu lenken. Das wird es auch werden. Okay. Man merkt, dir macht es Spaß. Ja, lasset die Spiele beginnen. Ja. Wir beginnen mit dem Themenbereich Reifen. Was kann man bei den Reifen alles überprüfen? Profiltiefe. Was ist die Mindestprofiltiefe? Beim Sommerreifen. Ja. 1,4. Und beim Winterreifen? 4 mm. Okay, also Winterreifen ist korrekt, Sommerreifen ist nicht korrekt. Es sind 1,6 mm im Sommerreifen. Wie kann man feststellen, ob wir noch genug Profil haben? Mit einer Profillehre. Profillehre, ja, wenn genau. Wir sowas nicht mit haben? Man kann es schätzen, also indem dass man reingreift und halt kommt auf ein gutes Augenmaß, das man hat. Auf 1,6 mm, glaube ich, so ein gutes Augenmaß. Aber ich sage, es gibt ja die Indikatoren auch. Ne? Ah ja, genau, also die Indikatoren gibt es, so ist es. Okay, dann machen Sie bitte mal die Motorhaube auf. Okay, was haben wir hier für Flüssigkeiten zur Verfügung? Na, im Prinzip ist die Scheimausflüssigkeiten. Was leert man da hinein?
Ja, eben einen verdünnten Scheibenreiniger. Ne? Also praktisch ein Mittel, was die Scheibe reinigt und das wird eben verdünnt. Und man muss im Winter nur schauen, dass noch Frostschutz drinnen ist, dass es nicht dauer ist. Ne? Frostschutz und Wasser, ja, genau. Passt. Mhm. Was haben wir noch? Motorkühlflüssigkeit. Was lernt man da hinein? Braucht im Winter genauso Frostschutz, ne? Also richtig. Das nicht aufgeriert. Ja, und was lernt man natürlich noch hinein? Ja, eben die geeignete Kühlflüssigkeit für den Motor halt. Ne? Was kann man als Kühlflüssigkeit verwenden? Entweder die vorgeschriebene oder Wasser, wenn ich sonst nichts habe. Genau. Wasser und halt eben Frostschutzmittel, damit es nicht friert. Was haben wir noch für Flüssigkeiten? Ja, Motoröl für den Motor, ja. Für die Schmierung und die Bremsflüssigkeit. Was leerst du da hinein, wenn zu wenig drinnen ist, wenn du jetzt kein Mechaniker bist? Und man keine Bremsflüssigkeit zur Verfügung hat. Aber im Prinzip kann man noch Bremsflüssigkeit rein, weil wenn man zu viel Wasser rein tut, dann ist der City-Punkt wieder. Also die Bremsflüssigkeit tut ja, kriegt über die Zeit den Wasseranteil in die Höhe. Und wenn der City-Punkt dann zu nieder ist, dann würde das Fading auftreten oder dann habe ich bei längeren Bremsen nicht mehr den Druck und das darf nicht sein. Es bilden sich dann Dampfblasen, wenn der City-Punkt sinkt. Genau. Daher lehrst du da grundsätzlich Bremsflüssigkeit. Gar nichts rein, macht eben die Werkstatt. Okay, passt. Kann man wieder schließen. Okay. Und nun das letzte Frage. Überprüfen Sie mal den Bremskraftverstärker. Okay, somit muss ich mal ins Auto. Genau, und wenn ich jetzt eben den Motor starte, muss ich, wenn er arbeitet und praktisch der Unterdruck auffängt, geht halt das Pedal ein bisschen weiter rein, aber da habe ich dann ein bisschen weiter drin halt meinen starken Bremspunkt. Ja, was macht man, bevor man den Motor startet? Grundsätzlich schalten Sie einmal den Motor wieder ab. Wenn ich ins Auto einsteige, bevor ich starte? Bevor man startet, zuerst Bremspedal pumpen. Genau, pumpen, 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 pumpen. Genau, und jetzt starten. Dass man spürt, dass er ein bisschen nachlässt. Genau. Dann spürt man, dass eben nachlässt. Genau. Ja, wie gesagt, ja, 1 Million Kilometer kann fast niemand beantworten. Das ist halt wirklich Prüfung. Ja. Okay, passt. Das waren die Fragen über das Fahrzeug. Wir gehen los mit dem Teil B, den Langsamfahrübungen. Da habe ich bereits eine Parklücke aufgestellt. Bitte einmal parallel einparken und zwar so, wie man es auf der Straße machen würde, mit der richtigen Blicktechnik und Blinker setzen etc. Also so, als würden Sie es auf der Straße machen. So, ich kontrolliere den seitlichen Abstand, der passt, es wurde auch keine Stange überragt, steht vollkommen drinnen, Blinker wurde gesetzt beim Einparken, die Übung war tadellos. Passt, als nächstes tadellos die Übung gemacht, ja. Als nächstes machen wir Garage rückwärts. So, die nächste Übung des Teil B ist Garage rückwärts, das heißt rückwärts um 90 Grad in den Garagenplatz hinein. Hier wird auch wieder geschaut auf Blicktechnik, Blinker setzen, keine Begrenzungen überragen, keine Stangen berühren, möglichst gerade drinnen stehen und man sollte auch wieder aussteigen können, also nicht zu knapp auf der einen oder auf die andere Seite hin, weil wenn daneben auch ein Auto steht, dann möchte er vielleicht auch in sein Auto einsteigen können. Ja. Bitte sehr. Passt, probieren wir das. Zunächst ist einmal natürlich die Aufstellung ganz wichtig, dass man sich nicht zu knapp zum Garagenplatz hinstellt. Das macht der Kandidat schon recht gut. So eine Autobreite sollte man, nur 1,5 Autobreiten entfernt sollte man stehen. Hat auch brav die Blinker gesetzt, das ist wieder ausgegangen, ist jetzt aber nicht mehr so wild. Kommt sogar in einem Zug hinein. Das ist nicht Pflicht, dass man in einem Zug reinkommt. Man darf auch korrigieren, kein Problem. Aber man sieht, klärend ist klärend. Noch ein bisschen weiter nach hinten bis zur Wand. Bis zur Wand.
und nicht durch die Wand. Passt! Perfekt, tadellos. Wir schreiten zur letzten Übung des Teil B. Das ist die Reversiergasse. Das heißt, da drinnen auf der rechten Seite ist einzufahren, nach links einzulenken, rückwärts ziehen und dann wieder in die Richtung hinausfahren. So würde man sich in einer Sackgasse verfranst haben. Okay, wir beginnen nun mit dem Teil C der Fahrprüfung. Ja, das ist der wichtigste Teil, das Fahren im Verkehr. Wir fahren 25 Minuten mindestens. Ich sage den Weg an mit links und rechts. Gemeint ist aber immer die nächste erlaubte Möglichkeit. Das heißt, Sie müssen selber darauf achten, dass Sie nicht in ein Fahrverbot fahren, in den Einfahrt verboten, auch nicht in Sackgassen fahren, wo es keinen Sinn machen würde. Okay. Und auch nicht in Wohnstraßen und Nebenfahrbahnen hineinfahren, also generell nicht in den ruhenden Verkehr fahren. Okay. Wenn ich nichts sage, geht es immer geradeaus oder wie es erlaubt und möglich ist. Das heißt, selber Verkehrszeichen achten, richtig einordnen, Dreisblicke machen, blinken, selbstständig fahren. Ich werde einfach meine Notizen machen und vielleicht auch den einen oder anderen Fehler kommentieren, ja, aber nicht verunsichern lassen. Ja. Blenden Sie mich einfach weg, ich bin nicht da. Okay, los geht's. Okay, wir befinden uns am Übungsplatz, deswegen sehe ich jetzt noch mal drüber hinweg, dass wir jetzt entgegen der Einbahn fahren. Wir starten offiziell, wenn wir beim Schrank vorne sind. Okay. Wir hatten da jetzt Vorrang gehabt. Jupp, da war Kreuzung, ja. Okay. Mhm. Da hätte man langsamer fahren können. Okay, hier haben wir eine unklare Verkehrssituation. Da wurde schon ein Fahrschüler in die Bredouille gebracht von seinem Fahrlehrer. Und wir fahren links praktisch gerade zur Einfahrt. So ist es, ja. Gut erkannt. Da wir uns bei seiner Einbahn rauskommen, hätten wir uns hier äußerst links einordnen müssen. Okay. Und bitte nicht vergessen, vor jedem Blinker setzen ist auch ein Dreisblick zu machen. Jetzt kommen die Tücken vor. Jetzt kommen sie, genau. Also was mir natürlich schon mal auffällt, ist, die Lenkradhaltung ist ein bisschen schleißig. Okay. Klassiker bei Fahrerinnen und Fahrern. Schutzweg und Radvorüberfahrt, da waren wir jetzt nicht bremsbereit. Und war auch nicht sehr unübersichtlich für die Radfahrer. Da hätte noch einmal ein Schulterblick gemacht werden müssen, weil da ein Radweg die Fahrbahn zugekommen ist. Das heißt, noch einmal mit Schulterblick absichern. Kommen eigentlich schon Führerscheinbesitzer im Nachhinein nochmal Perfektionsstunden machen, ja. Es gibt Leute, die vor 20 Jahren den Schein gemacht haben und dann nie wieder Auto gefahren sind, und um Sicherheit zu erlangen, werden Perfektionsstunden genommen, ja, auf jeden Fall. Kommt gar nicht so selten vor. Das finde ich auch sehr vernünftig. Ja, ja, von dem her. So, da müssen wir praktisch rechts, ne? Sehr richtig. Und wie gesagt, Dreisblick, aber als erfahrener Fahrer trotzdem die Situation wahrgenommen, dass da eine gebrechliche Person die Fahrbahn überqueren will. Das werde ich jetzt positiv vermerken. Danke. Jetzt
kommt immer so auf der anderen Seite der Liste. Ne? Genau, ja, also es gibt auch immer Punkte auf der haben Seite. Da hätte man blinken müssen. Abends rechts nicht ja, erlaubt ist. Aber es wäre möglich gewesen. Nächste rechts. Der Fußgänger, der die Fahrbahn überqueren will, für den wäre es interessant, ob man links oder rechts fährt, weil der weiß ja unter Umständen nicht, dass man nur rechts abbiegen kann. Okay. Hier an der Stopptafel haben wir zu früh angehalten. Man bleibt an der Sichtgrenze stehen. Okay. Wie schnell darf man hier fahren? Das ist eine Innerortstraßen ohne Begrenzung, das heißt 50. Richtig. Ja. Ist das jetzt ein Fahren oder ein Gehen, ist jetzt die Frage, weil drüber gehen dürfen es mit dem Fahrrad, drüber fahren nicht. Wie schnell darf man hier fahren? 30. Wir haben aber 37 gehabt. Das ist eine Überschreitung von mehr als 5 km/h. Das ist bereits ein mittlerer Fehler. Ein wunderschöner Dreiecksblick. Ja, die Fußgängerin hätte man noch abwarten müssen. Da war nicht klar, was die vorhat. Den ich doch noch drüber will. Ah, aber das war jetzt schon viel schöner bei dem Schutzweg. Schön geschaut, ist bremsbereit. Einen schönen Pendelblick gemacht. Ja, man muss auch die positiven Sachen erwähnen. Wir hatten da Vorrang gehabt. Jo, da war schon wieder eine Kreuzung. Bei der Querklasse war. Achso, ja, wenn man rauskommen wäre, hätte recht. Wieso ist das? Hättest nie stehen bleiben können bei der Geschwindigkeit, wenn er da rausgekommen wäre. Und auch nicht abgesichert mit einem Sicherungsblick. Ja, bei der Radfahrerüberfahrt hätte man auch nochmal einen Pendelblick machen können. Der Dreisblick hätte nach rechts gemacht werden müssen, das ist jetzt links abgesichert. So, nicht anhalten bei einer Stopptafel. Dass ich vorher gestanden bin, war zu weit weg. Genau, das war nicht die Sichtgrenze. Okay. Aber wenn man zu früh stehen bleibt, ist er leichter. Mhm. Und wenn ich dann nicht noch einmal stehen bleibe, ist er mittlerer oder sogar schwerer, je nachdem, wie gefährlich es die Situation war. Es war hier jetzt nicht sonderlich gefährlich, weil sie abgesichert haben. Und sie sehr langsam waren, aber sie haben nicht angehalten und somit war es jedenfalls eine Vorschriftsverletzung. Ja, ist trotzdem spannend, wie unkonnt so eine Prüfungsfahrt ist zum normalen Fahren. Ist, was halt viele nicht verstehen, die eben auch Wiedererteilung machen, weil sie mal den Führerschein abgegeben haben und glauben, ich bin eh schon 20 Jahre gefahren. Ja. Aber wenn man jetzt Prüfer handbuchmäßig prüft, ja, da kann man jeden rausprüfen. Ja, und hier jetzt zum Beispiel, da ist eine Haltestelle rechts. Ja. Wir haben in Österreich das Rechtsfahrgebot. Das heißt, die Haltestelle ist mit zu benutzen aufgrund des Rechtsfahrgebotes. Okay. Wissen also auch weniger. Ich bin jetzt ausgeschert. Genau. Also man hat ganz normal. Enger Bogen. Genau. Das machen sehr viele Autofahrer. Da merkst du auch, als wäre das ein Riesenschlagloch, fahren sie an der Haltestelle vorbei. Das ist aber ein Fehler. Man hat rechts, sich rechts zu halten und über die Haltestelle drüber zu fahren aufgrund des Rechtsfahrgebotes. Nächste rechts.
Und hast du schon mal nachgerechnet, wie viele Fahrschüler du über das Jahr so durchschlagst? Naja, worauf warten wir? Das ist wie Willkommen in Wien, da wird man gleich angeguckt. Ja, schöner Pendelblick. Es wird doch. Es wird jetzt gegen Ende der Prüfungsfahrt fahren wir ja schon. Entsteigend. So, wir packen uns irgendwo ein. Der Kandidat suche sich einen Parkplatz. Und ist entlassen. Und ist entlassen. Fahrzeug versorgen. Gut, dann steigen wir aus. Aufpassen noch beim Aussteigen, bitte. Nicht, dass da auch noch ein Fehler passiert. Nämlich mit Sicherungsblick. Mit zwei Händen macht man auf. Eine Hand hält den Griff, die andere Hand macht auf und dann schaut man nach hinten. Wir schreiten zum Urteil. Herr List, wie ist es Ihnen ergangen? Ja, man sieht prinzipiell schon, dass eben eine Prüfungsfahrt mit dem Fahren, was man so jeden Tag an den Tag legt, nicht 100% ident ist, nennen wir es mal so. Nein, und dass man wird jetzt wieder eben auf wichtige Sachen aufmerksam gemacht, die was man eben vor 20 Jahren beim Führerschein einmal gelernt hat, ne? Die was über den Lauf der Zeit, finde ich, irgendwie halt, ja, nicht gemacht haben oder ein bisschen fleißiger gemacht haben. Am Anfang ganz ungewohnt, je länger das dauert, steigende Form, hätte ich gesagt. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, nein. Was meinst du, hast du bestanden oder nicht bestanden? Das ist eine gute Frage. Was ist dein Gefühl? Sagen. Also ich habe gesagt, mit einem blauen Auge vielleicht. Oder? Ich weiß nicht. Also schauen wir mal. Also Teil A, ja, haben wir zwei leichte. Ja, beim Reifen hast du die Mindestprofiltiefe knapp verfehlt. Bremsanlage, der Bremskraftverstärker, dann mit Hilfe. Aber das ist eben, wie gesagt, das machen die wenigsten in Wirklichkeit. Sollte man machen bei einer Rundgangkontrolle, ja, aber man hat es einmal in der Fahrschule gelernt und dann macht es eigentlich nie wieder jemand. Selber wie die Rundgangkontrolle, ja, das sollte man eigentlich jeden Tag machen. Ja. Flüssigkeitsstände haben gepasst, das heißt, wir haben zwei leichte bei den Teil A. Teil B, Langsamverübungen waren in Ordnung, beim Umkehren hat mir der Blinker gefehlt, deswegen auch hier ein leichter. So, nun zur Fahrt selbst. Ja, wir haben eh schon während der Fahrt über einiges gesprochen. Ja. Der Wahl des Fahrstreifens, das heißt, wo wir die Bushaltestelle nicht befahren haben, das habe ich jetzt als leichten Fehler gewertet. Ja. Lenkradführung, was ich eh auch angesprochen habe, auch als leichter, weil dann hat die Lenkradführung einigermaßen gepasst. Ja. Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit, du warst einmal beim 30er auf 37, bei einer Überschreitung von über 5 km/h ist das ein mittlerer. Ja, voraussehen auch einer Gefahr, also teilweise auch eben generell Gefahrenstellen, ja, besondere Partner, warst du am Anfang immer eigentlich zu flott. Ja, also wenn da jetzt was gekommen wäre, hättest du eigentlich nur noch drüber fahren können. Ja. Habe ich als Mittleren gewertet. Dasselbe, eben, wo ich auch hin und wieder gefragt habe, wer hat hier Vorrang. Ja. Da ist zweimal passiert, dass du da halt eben zu flott drüber gefahren bist. Dann hast du aber eh geschaut. Ja, somit eben ist es jetzt nicht ständig passiert, sondern öfter passiert, somit eben ein mittlerer. Dann bei der Stopptafel nicht anhalten, an der richtigen Stelle. In dem Fall ein mittlerer, das kann auch ein schwerer Fehler sein, war in dem Fall jetzt aber ein mittlerer, weil es überhaupt nicht gefährlich war. Das war einfach eine Vorschriftsverletzung. Ja, und eben das Abbiegen, was man eben gesagt hat, also mehrmals, also auch hier nicht ständig, aber öfters nicht geblinkt, ja, weil eben du geglaubt hast, man darf ja eh nur in eine Richtung weiterfahren, ja, aber auch wenn die andere möglich ist, auch wenn es nicht erlaubt ist, ist zu blinken. Daher ein mittlerer. So, wir kommen zum Fehlerkalkül. Ja. Drei leichte werden zu einem mittleren Fehler, drei mittlere werden zu einem schweren Fehler und zwei schwere Fehler und du bestehst sogar noch. Zwei schwere und ein leichter. Das führt dann aber bereits zu einem negativen Prüfergebnis. Ich habe hier insgesamt 3, 4, 5, 6 leichte Fehler plus 8 mittlere. Ja, wir sind daher über 2 schwere Fehler. Okay. Und am leichten, das wäre ein negatives Prüfergebnis. Ja. Das ist, wenn man prüfungsmäßig fährt. Yeah. Ja.
Was halt natürlich sehr wohl Prüfer schon erkennen, wenn sie einen erfahrenen Fahrer vor sich haben. Ja? Diesen ganzen Schlendrian, den man mit der Zeit hat, den macht man natürlich durch die wahnsinnige Fahrerfahrung wett. Ja? Ja. Einem Schüler bringt man bei, für jeden Blinken ist ein Dresblick zu machen. Ja, das ist bei einem erfahrenen Fahrer nicht mehr so wichtig, ja? Weil du als erfahrener Fahrer schaust eh alle 30 Sekunden in die Spiegel und weißt eh, was hinter dir los ist. Ein Unerfahrener fährt aber tunnelblickmäßig und schaut 80% nach vorne, deswegen wird da halt viel Wert drauf gelegt. Ja? Und wenn man jetzt eben prüfungsmäßig fährt, das bei der Prüfung nicht macht und da jetzt eben keinen Unterschied zwischen erfahrenen und unerfahrenen Fahrern macht, ja, hast du halt als Erfahrener im Prinzip. Braucht man noch einen Termin. Braucht man im Prinzip noch einmal einen Termin, ja, aber eben diesen ganzen Schlenden, diese ganzen Fehler, die du gemacht hast, machst du natürlich durch deine Fahrerfahrung, kompensierst du klarerweise. Ja, weil ein blutiger Anfänger, der so fahren würde, der hat keine Chance für einen Führerschein, weil der fährt dann nachher natürlich genauso und hat die Übersicht nicht. Aber mit dir weiß ich ja, du hast ja trotzdem die Übersicht. Ja. Aber deswegen, wie gesagt, streng nach Prüferhandbuch. Wärest du jetzt ein blutiger Anfänger gewesen, ja, dann wäre das natürlich, so kann man natürlich als unerfahrener Fahrer nicht auf der Straße fahren, was mal das Erfahren dann natürlich sich schon eher noch herausnehmen kann. Okay, passt. Ich hoffe. Gut. Gut. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen was dazugelernt wieder. Ja, aber wie gesagt, brauchen wir nicht diskutieren, bist du ein guter Autofahrer und auch umsichtig und so weiter. Also ich habe mich nicht unsicher gefühlt, war auch nicht gefährlich oder irgendwas. Es ist halt eben, wie gesagt, ich habe mich einfach als Regelwerk jetzt gehalten. Ja. Also ich hoffe, liebe Freunde der Fahrschule beim AKH, dass es für euch auch etwas lehrreich war. Wie kann es in etwa bei einer Prüfung zugehen. Ja. Man hat eben gesehen, also meine Einschätzung hat mich nicht betrogen. Also selbst wenn man erfahren ist und 1 Million Kilometer am Buckel hat, die wenigsten würden, wenn man wirklich streng nach dem Regelwerk vorgeht, eine Prüfung bestehen. Ich hoffe, Josef, du hast auch ein bisschen etwas mitgenommen. Was hast du noch zu sagen zum Abschluss zu deiner Fahrt? Ja, es ist definitiv spannend, nach längerer Zeit wieder eine Prüfungssituation zu haben oder halt zu sehen, wie das läuft. Und ja, wie wir gesprochen haben, ich finde es ja gar nicht so schlecht, wenn dann Leute das nach etlichen Jahren vielleicht einfach wieder eine Stunde nehmen, wie du sagst, einfach um Input wieder kriegen, auf die wichtigen Sachen zu achten und einfach sich dann vielleicht wieder sicherer fühlen. Genau, ja. Und halt eben auf gewisse Dinge halt aufmerksam gemacht werden, die man einfach nicht mehr weiß, weil man kann als Autofahrer jetzt natürlich nicht alles wissen. Ich bin täglich im Geschäft drinnen, ich habe es natürlich aus dem FF, aber als erfahrener Fahrer vergisst man natürlich wieder viel. Ja, und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Solltet ihr Fragen zur Praxisprüfung haben, Anregungen oder Tipps wollen oder selbst eure eigenen Erfahrungen zu eurer eigenen Praxisprüfung mitteilen wollen, so hinterlasst mir das bitte auf meinen Social-Media-Kanälen.